Oktober 2012. Die Sanierung des Südbaus hat begonnen. Anders als geplant musste der Südbau doch komplett entkernt werden, sodass sich der Umbau vermutlich noch bis Ende Juni 2013 verzögert. Insgesamt wurden dafür 1,8 Millionen Euro vorgesehen. Der Unterricht werde von den Bauarbeiten nicht beeinträchtigt, sagte Verwaltungsmitarbeiterin Christina Unselt. Als Ersatzklassenräume stehen nun zwei Container zur Verfügung. Studienfahrten. Eine Woche vor den Herbstferien sind die TUT-Gruppen des 12. Jahrgangs zur Studienfahrt aufgebrochen. Zwei von ihnen hatten London als Ziel gewählt. Die anderen vier verschlug es eher Richtung Süden in die Toskana. Es sollte die letzte gemeinsame Reise werden, dessen Ziel nicht zuletzt ein stärkeres Gemeinschaftsgefühl innerhalb der TUTs war. Viele Schüler kehrten begeistert und mit leeren Portemonnaies zurück. Es hätte viel mehr Freizeit und Selbstständigkeit geherrscht, ganz anders als auf den früheren Klassenfahrten. Es gab allerdings auch negative Überraschungen, wie unzumutbares Essen und bruchbudenartige Unterkünfte. Sport. Schüler schwimmen um den Freistiltitel. Zum 36. Mal treten Mannschaften aus Klassen der 4. bis 10. Jahrgänge der vier Gärtner Schulen beim Staffelschwimmen gegeneinander an. Einen unerwarteten Erfolg hatte dabei die Mannschaft der Klasse 7b an unserer Schule. Mit einer Zeit von 2,32 Minuten über 4x50 Meter erreichte sie die beste Zeit des MCGs. Weitere Kurzmeldungen zum Sport. Das MCG richtet den Bezirksentscheid Jugend trainiert für Olympia in der Rubrik Turnen aus. Die Fachgruppe Sport veranstaltet das traditionelle Volleyballturnier der 9. Klassen und hat hierbei zwei Mannschaften der Französischschüler zu Gast, liebevoll Equipe Tricolore genannt. Drei Schulsanitäter geben ihr erstes Radiointerview bei Radio Leineherz und berichten live über den Schulsanitätsdienst am MCG. November 2012. 38 Zwölftklässler besuchten den Bundestag in Berlin. Dort hatten sie die Chance, Bundespolitiker wie Maria Flachsbarth und Matthias Miersch persönlich zu treffen und sie sogar zu interviewen. Mit der Reise revanchierten sich die beiden Politiker für die Sonderaufführung des Theaterstücks Club der Toten Dichter, die extra für sie veranstaltet wurde. Bandfestival. Am 30. November fand in der Aula des MCGs ein Bandfestival mit dem Motto Schüler spielen für Schüler statt. Dieses wurde organisiert und durchgeführt von dem Seminarfachkurs des 12. Jahrgangs unter der Leitung von Katrin Geisemeyer. Es traten unter anderem die Schülerbands Insane, Even Numbers, Kamuba und So oder Gar nicht auf. Die Organisation, die der Seminarfachkurs komplett selbstständig übernahm, bereitete den Schülern hin und wieder Kopfschmerzen. Letztendlich wurde der Abend jedoch ein voller Erfolg für Jung und Alt. Es ist toll, so viel positive Rückmeldung zu bekommen, sagte die Schülerin Marie Lampe. Dezember 2012. A Cappella-Konzert im MCG. In einem gemeinsamen Konzert präsentierten der Schulchor des Matthias-Claudius-Gymnasiums und das A Cappella-Ensemble Trade Voices aus Hannover in der vollbesetzten Aula die Ergebnisse eines Workshops. Der Schwerpunkt lag dabei auf der stimmbildnerischen Arbeit im Bereich Pop- und Jazzgesang. Christina Warnecke und Henrike Wagner glänzten als Solistinnen, während Nathalie Leutert und Eli Kaulbarsch am Klavier begleiteten. Die Idee zu dieser Kooperation zwischen den beiden Chören hatten die Schulchorleiter Herr Etzold und Herr Harms, welcher selbst Mitglied im Straight Voices Ensemble ist. Vorlesewettbewerb der 6. Klassen. Siegerin des Wettbewerbs, zu dem die vier klassenbesten Leserinnen antraten, ist die 12-jährige Marlene. Sie trug vor dem rund 100 Schüler fassenden Publikum so überzeugend aus dem Buch Harry Potter und der Stein der Weisen vor, dass sie ihre Kontrahentinnen knapp hinter sich ließ. Bewertungskriterien waren hierbei unter anderem die Betonung, das Tempo, die Aussprache und das Engagement. Im anschließenden Regionalausscheid belegte Marlene jedoch leider nur den 2. Platz. Winterzauber. Zum wiederholten Male versammelten sich Jung und Alt zum Winterzauberabend in der Aula, um den besinnlichen wie heiteren Weihnachtsgeschichten und Gedichten zu lauschen. Vorgetragen wurden diese nicht nur von Schülern und Schülerinnen aus allen Jahrgängen, sondern sogar von Lehrern und einigen Eltern. Organisatorin Bettina Illing kündigte aufgrund des erneut guten Zuspruchs auch für 2013 einen Winterzauber an. Ihr Dank galt auch ihrem Deutsch-LK und Frau Neubronner. Schüler sammeln für Kriegsgräberfürsorge. Auch im letzten Winter zogen Schüler der 9. Klassen von Haustür zu Haustür, um Spenden für den Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge zu erbitten. Mit einem gesammelten Betrag von fast 3.000 Euro nimmt das MCG in der Region eine Spitzenposition ein.